Universitätsprofessor Dr. Nello Bradian Ibinger aus Bogarosz, dem Banat, und heute in Budapest lebend etwas über Herrn Uspar zu sagen. Er ist an der Universität, an der Corvinus-Universität in Budapest angestellt, ist Linguist, Schriftsteller und Übersetzer. Colegi, prieteni și camarazi ai Sărbătoritului au cuvântul. În primul rând, domnul profesor universitar, dr. Nelu Brădean Ebinger, din Bulgăruș, Banat, stabilit de mult la Budapesta, este profesor la Universitatea Corvinus din Budapesta, este lingvist, scriitor și traducător. Bitte schön. Meine Damen und Herren, lieber Herr Uspar, gestatten Sie mir, zuerst in deutscher Sprache und dann auch in rumänischer Sprache, einige Worte zu unserer Bekanntschaft mit Herrn Uspar hier zum Besten zu geben. Zuerst möchte ich die besten Geburtstagswünsche und Grüße aus Ungarn, vor allem von der ungarndeutschen Volksgruppe, Minderheit in Ungarn, bringen. Herr Uspar, wie er so bescheiden immer im Hintergrund steht und stand, wie wir es gehört haben, hat das Haus der Ungarndeutschen in Budapest des Öfteren aufgesucht und unter anderem vor kurzem im April zusammen mit Herrn Hans Dama eine Ada Müller-Kuttenbrunn gestaltet. Geplant ist für die nächsten Monate, wahrscheinlich im Herbst, auch eine Ausstellung seiner berühmten, auch in Genf schon ausgestellten Briefmarkensammlung über das Rote Kreuz. Und zwar zum Thema Erster Weltkrieg, 100 Jahre danach. Ich habe ihn durch die Vermittlung von Herrn Hans Dahmer kennengelernt seinerzeit. Und es stellte sich heraus, dass wir 5 Kilometer voneinander aufgewachsen sind. Bogarosz, Bulgarosz, beziehungsweise Gottlob, das auch rumänisch Gottlob heißt, ja, befinden sich in der Banater Heide, nicht weit weg von Groß St. Nikolaus, St. Nikolaus und Mare, beziehungsweise Hatzfeld, Jumboja, Jimbolia auf Rumänisch, wo wir in einer nicht leichten Zeit, in den 50er, 60er Jahren und später dann, leider war ich dann 72 nicht mehr da, ich bin dann von dort weggezogen, bin inzwischen Ungarndeutscher geworden, ja, auch durch Heirat, meine Gattin ist auch dabei, vielen Dank für die Einladung für uns beide. Und das hat dazu geführt, dass in unseren Erinnerungen diese Heimat, wenn man älter wird, immer lebendiger wird. Nicht nur in den Träumen. Ja, es kommt immer öfter vor, das wissen die älteren Kollegen wahrscheinlich, Anwesenden hier, dass diese Erinnerungen an die Heimat, an unsere Wurzeln lebendig bleiben. Und je älter man wird, desto lebendiger werden. Darum war ich sehr erfreut, sage ich mal einfach, dass Herr Uspart in unserer alten Heimat, in Gottlob, dieses Haus zusammen mit seinem Bruder aus Friedrichshafen erstanden hat und dort eine Ausstellung für unsere Ahnen, für die Banater Schwaben, die 300 Jahre lang das Banater Feld, den Banater Boden, den Ackerboden bearbeitet haben und aus dem Banat die Kornkammer der KMK-Monarchie geschaffen haben. Vielen Dank für diesen Platz. Gestatten Sie mir dann auch einige Worte auf Rumänisch zu sagen. Domnule Uspart, felicitări și toate cele bune și la mulți ani cu ocazia aniversării de 65 de ani. Să trăiți mulți ani și să sponsorați, să ajutați bănățenii și românii aici din Austria și poate și din Ungaria. Mulțumesc frumos! Toate bune!